Guten Tag, mein Name ist Joachim Graf in Bamberg und ich möchte Ihnen gerne heute meine Mini-PV-Anlage vorstellen, die die Stadtwerke mir installiert haben. Zunächst sind wir hier in meinem Technikraum angekommen und hier kommt der Solarstrom an in eine sogenannte Gridbox, die bei mir notwendig war, da die alte Hausinstallation noch keinen FI-Schalter hat, also keine Sicherung. Und daneben sehen Sie einen digitalen Meter, mit dem ich die Stromausbeute messen kann. Diese Gridbox ist mit der Hausstromanlage verbunden über eine sogenannte WLAN-Steckdose. Dies ist dafür da, dass man eine Polumkehrung vermeidet. Ja, und dann ist das verbunden mit der normalen Stromversorgung und hier wird der Strom auch sofort verbraucht, den ich erzeugt habe. Das wäre soweit hier im Technikraum und bitte begleiten Sie mich doch jetzt hoch auf das Dach. Da schauen wir noch die PV-Panels an. Wir sind jetzt auf dem Dach angekommen. Hier sehen wir die beiden Solarpanels. Jedes hat 300 Watt und wir haben mit der Aufständerung auf dem Flachdach eine südöstliche Ausrichtung mit dem einen Panel und eine südwestliche Ausrichtung mit dem anderen. Und so haben wir sichergestellt, dass bei gutem Sonnenstand die gesamte Fläche abgedeckt wird. Unter dem Solarpanel ist der Wechselrichter installiert und ein Kabel, das wir hier in den Leerrohr verlegt haben, führt jetzt zu einem stillgelegten Kamin und von dort geht es runter in die Hausstromanlage. Ja, im Grunde ist das schon alles und ich würde mich freuen, wenn Sie auch so einen Spaß an der Anlage haben wie ich auch. Und auf Wiedersehen.